Servus Albana und willkommen zurück zu Massive Chalice. Manche von euch erinnern sich daran, wahrscheinlich vergleichsweise wenige. Ich weiß noch, die Videos hatten damals vergleichsweise wenig Aufrufe. Da war das Interesse nicht so groß, aber das ist ja nicht unbedingt, nicht nur ausschlaggebend. Also ich halte mich natürlich schon an die Interessen meiner Zuschauer, weil sonst, wenn es niemand anschaut, brauche ich mir die Arbeit auch nicht machen, dass ich es Aufnahme hochlade und benenne, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur Sachen mache, die möglichst viele Anfragen haben oder die mir nur Aufrufe bringen, weil sonst kämen 3 IO4-Videos pro Tag und ich würde doppelt so viel Geld machen, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Also Massive Chalice ist ein Runden, ich sage jetzt mal, Strategie- bzw. Taktikspiel. Und ja, im Großen und Ganzen, man hat eine recht simple Strategieteil, sage ich jetzt mal, indem man sein Reich verwaltet und versucht, die bösen Invasoren zu rückzuschlagen. Und den, ich würde mal sagen, mehr im Fokus stehenden Taktikteil, wo man auf Karten eben in Rundentaktik auf, ich glaube, es waren Quadrate, keine Hexfelder. Das müssten Quadrate sein, aber das sehen wir noch. Also wie gesagt, es ist ein bisschen Strategie, aber mehr Taktik, wo es halt darum geht, die einzelnen Kämpfe auszutragen. Im Strategieteil muss man seine Helden trainieren, man muss die verheiraten, die müssen Nachkommen zeugen, weil der Zeitraum des Spiels sind 500 Jahre. Und da muss man halt dann schauen, dass man nicht irgendwie nach 500 Jahren, nach 200, 300 Jahren untergeht, weil man sich halt nicht um seine Nachfolgen gekümmert hat. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, den Rest würden wir dann auch während dem Spiel sehen. Und ja, das ist jetzt auch. Also zum einen streame ich das, weil es released worden ist. Ich habe es ja damals im Early Access gestreamt. Das ist eben die finale Version released. Ich habe sie noch nicht gespielt, sage ich ganz offen, die finale Version. Ich habe nur das Early Access gespielt. Also ich weiß nicht, inwieweit sich da vielleicht noch Sachen erweitert haben. Und genau. Ein weiterer Grund, warum ich das spiele, es wurde von Strategos als gewünscht. Der hat mehrere Wünsche gehabt. Ich habe gesagt, ich teile das ein bisschen auf, weil er gesagt hat, das ist vollkommen okay. Und teilweise zumindest werde ich Massive Chalice spielen. Also Strategos hat im Wert von 10 Stunden gespendet für meinen Child's Play Stream. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür auch nochmal. Hat sich übrigens für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, Child's Play, beziehungsweise da die. Der Förderkreis Berlin, dem ich das ja zugestanden habe, dem habe ich das mitgeteilt. Der hat zuerst gemeint, er kriegt das nicht ganz, sondern nur teilweise. Dann habe ich darauf hingewiesen, dass mir Charles B. zugesagt hat, sie kriegen das komplett. Dann hat er nochmal nachgefragt und sie kriegen tatsächlich die vollen 1150 Euro. Es waren mal 1200, aber irgendwann hat seine 50-Euro-Spende zurückgezogen. Ich weiß leider nicht wer. Und leider ist eigentlich relativ wurscht. Aber trotzdem, sie kriegen das alles und die haben sich wirklich sehr, sehr herzlich bedankt. Das ist für die offenbar eine größere, durch ein großer Betrag. Und ja, es war Bonn, nicht Berlin, da hast du vollkommen recht. Förderkreis Bonn. Ansonsten fangen wir an. Ich kann nicht mein Spiel weiterspielen, aus irgendwelchen Gründen. Entweder wurde es gelöscht in irgendeiner Weise, vielleicht bin auch ich dran schuld. Oder was ich persönlich ehrlich gesagt fürchte, ist, dass es einfach mit der neuen Version nicht mehr möglich ist, weiterzuspielen. So, wir nennen uns einfach Legendary Marvin. Die Namen sollen ernst sein. Obwohl, ihr wisst, was wir machen. Beides soll Spaß in der Freude. Normal soll fürs erste Mal reichen. Das ist der Iron Man-Modus. Den brauche ich, denke ich, hier nicht. Ich spiele das Spiel eigentlich nicht zum ersten Mal. Gell? Kann nur schief gehen. Zufällig, 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 zufällig. Death flies unto you. We won't yield. Pay for your sins. Bra bra. We march north. 4-Hour-Power. Das ist irgendwie nur teilweise deutsch, wie man sieht. Let it roar. Golden. Never fall, never fail. Das klingt doch lustig. Never fall, never fail. Man hat bis zu 5 Helden, die eben drin sind. Go to sleep. Be my Wickcham.
Rum. I'm just doing, ja genau. I'm just doing my job. Let no one forget. Bin ich dabei. For the old ones. Kann ich mir eigentlich eins erstellen? Das geht gerade nicht, oder? Schade. Death humbles everyone. Wahrscheinlich sollte ich, aber, nee, also die Heldenart ist da nicht bestimmt. Das wollte ich, das wäre nämlich noch eventuell wichtig. Memento Mori. War nicht schlecht. We shall not fall. freedom is upon you for the dire. Die well. Fall the Salmon, genau. Von der Trouble 66, okay. Okay, langsam sollte ich mir was nehmen, gell? Wahrscheinlich ist es eh nicht wirklich wichtig, aber ich finde es gerade lustig. For Blood and Malice. Gut. Ist rein kosmetisch, genau. Ah ja, Strategos hat gerade gesagt, dass die Saves irgendwann inkompatibel geworden sind. Your ruler has risen. Rejoice and let bellow the horns of birth. Immortal protector of the nation, progeny of the great bloodlines, master of strategies, eternal conductor and forger of matrimony. We're here to advise you on how to handle ruling and commanding. Every time. The horns of battle. Fine, we'll have to do this later. The Cadence is attacking. Heroes, jump in! The ruler will be with you shortly! And off they go. We'll explain later. We just need you to take command, because our citizens, understandably, find it hard to trust a giant talking chalice. We are not just a giant talking chalice. But the nation will listen to you, because you're of their blood. Forged from the bloodlines of the great houses. Oh, and one last thing. Unfortunately, the bloodline ritual that was used to create you also bound you to us. So you can never leave the throne. But do not despair. You can still command your heroes. Look inward, and you will find that your mind can follow them anywhere. It's a fine day for battle, all things considered. Also, ich habe den Spielsound ein bisschen lauter gemacht. Sagt nochmal Bescheid. So, was haben wir hier? Lasst euch mal anschauen. Wir haben Hunter, Alchemist, Alchemist, Alchemist und einen Jabberjack. Ich hätte ehrlich gesagt ganz gerne mehr Hunter, aber die Hunter sind anfangs einfach deutlich stärker. Und ihr seht jetzt hier, wir haben hier unser Feld. Das ist found one of our alchemists. Brilliant mind in a delicate body. Not worth much in a close quarters battle, but they make up for it with their nasty exploding flasks. Just watch out for friendly fire. The explosions are big, so aim well or keep your heroes back. Trust us, you don't want to be on the receiving end of one of their concoctions. Ah, das stimmt schon mal, was die da sagt. Die Alchemisten haben so die Aerial-Attacke. Ja, können also eine größere Gegend angreifen. Is good, but attacking from afar, where one can think and plan, is better. If you listen closely, you might be able to hear your group leaving you behind as you line up that perfect shot. Actually, the hunter will be in front of the group, stealthily scouting ahead. Is that what they say they're doing? Genau, man hat das, This is a caber, genau. Jack. They caber hit Jack. Things with a caber. Sometimes they hit hard and put things down. Other times they hit not so hard and just knock things out. That's all you're going to say. Simplest way of life there is. Caberjacks. Profound purveyors of violence. Genau, also man hat also die typischen Nahkampf, den typischen Fernkampf und den die Aerial of Defense, die Aerial Attacks. Wobei man sagen muss, dass gerade anfangs der Hunter eigentlich genauso gut ist, selbst im Nahkampf, wie der Saberjack. Das ist erst eine Sache, die sich erst im Spielverlauf wirklich rauskristallisiert, dass da ein großer Unterschied ist. Ja, Alchemisten muss man tatsächlich aufpassen, gerade mit deren
Takt, mit deren ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein. So Aerial Attack. Jetzt reicht nur auf Deutsch ein. Weil da kann man sich wirklich wehtun. Habe ich auch in einem meiner Spiele durchaus geschafft. So, was der Hunter noch kann. Kann ich mich hier auch irgendwie in 45 Grad Winkeln drehen oder geht das nur so? Ausrichtung ändern ist eine Angriffsrichtung. Kameraschwenk V. Ich nehme an, es ist genau dasselbe. Vor allem geht's nicht. Okay. Flächenschaden ist ein gutes Wort. Also was der Hunter hier halt auf jeden Fall noch kann, das ist auf jeden Fall nicht unwichtig, ist diese Tarnungsbewegung. Da kann er sich wohin bewegen und wird dann davon niemandem gesehen. Er hat auch immer seine zwei Aktionen. Das eine ist das im Orange, das andere ist das im Weißen. Der Unterschied ist deswegen einfach gegeben, weil wenn man sich nur ins Orange bewegt, hat man den zweiten Aktionspunkt noch frei, um den Angriff zu starten. Den hat man aber nicht, wenn man bis ins Weiße geht. Also ich glaube, dass ich mich jetzt gar nicht tarnen kann. Genau, weil sonst wäre da so ein... Ah, weil ich hätte nochmal draufklicken müssen, das war jetzt mal ein Fehler. Man muss halt immer diese... Was ist jetzt? Also, man muss halt immer diese Felder suchen, die da gerade markiert waren. Okay. Tarnungsbewegung. Also da sehe ich gerade... Okay, es muss eigentlich nichts heißen. Die können sich da gerne mal verstecken. Ist, dann bewegen wir uns doch in die Richtung. Check ist jetzt da ein, ne? Ne, gut. Also es kommen schon noch Gegner, keine Sorge. Glaube ich zumindest. Grundsätzlich, das sind halt immer diese Schlachten, die man zwischendurch schlagen muss, mit den bis zu 5 Helden. Da muss man halt eben immer sorgen, dass man welche Helden hat, sonst hat man ein Problem. Ja. Missklick. Ah. First catch of the day. Can't tell you much about the cadence because not much is known. It's old, first sighted centuries ago. It cares only for destroying our nation with its corruption. That's where pawns like you see here come in. Think of them as attack dogs the cadence creates to spread corruption in the world. Ich glaube, das Ding hat mich noch nicht gesehen. Ah, da oben sind noch mehr. Das heißt, ich... Seeds. Arguably the lowliest pawns are more nuisance than menace. But if you're going to remember one thing, don't let those runts form a posse. Keep them apart. Otherwise it'll be like when caberjacks get together at a tavern. Except not the best night of your life. So, wir haben sie geteilt. Ich überlege gerade, inwiefern ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Indem ich sie so weit wie möglich jetzt noch nicht attackiere. Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich bilde ich mir jetzt ein, dass ich da irgendwas tun kann. Aber I'll be damned if I don't try. Okay, spätestens jetzt hat er mich gesehen. Und die mich auch. Okay, ich hätte gehofft, dass die mich nicht gesehen hätten. Oder eigentlich hätte ich gehofft, dass mich beide noch nicht gesehen hatten, aber... Das war offenbar, wie man die dann hier tun muss, aber okay. That could have been worse.
At least they belong to heroic bloodlines. Oh yes, we forgot to mention. Normal humans cannot survive even a single touch from the kings. But because the bloodlines of your heroes are attuned to us and have our power flowing through them, they have a fighting chance. So, dann geh du mal dahin. Hit them hard. Natürlich. Gut, du. Das ist das andere lustig, dass die eigentlich mit ihrem Nahkampf auch ziemlich viel Schaden machen können. Das sollte man nicht ignorieren. Ernsthaft, du lebst immer noch. Death humbles everyone. Es sind 87 Leute, aber der Chat ist beunruhigend ruhig. Was soll mir das sagen? Hunter. Die haben einen Flächenschaden in dem Moment, wo sie sterben. Deswegen versuche ich möglichst, dass sie nicht in meiner Gegenwart sterben. Was natürlich so nur halb funktioniert. Genau, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich Schaden macht. Es kann sein, dass das nur in Anführungsstrichen betäubt. Das ist jetzt echt nicht gut. Der hat einen Freiwurf. Das heißt, ich darf nochmal werfen. Deswegen Freiwurf. nein, das ist schon okay. Eigentlich habe ich das hauptsächlich erwähnt, damit jemand was sagt, damit ich mir sicher bin, ob der Chat überhaupt noch läuft. Weil wenn gar keiner was sagt, dann bin ich mir da immer nicht so ganz sicher, weil es kann ja unter Umständen durchaus sein, dass der Chat einfach aufgehört hat zu funktionieren. Das habe ich durchaus schon gesehen. Ist zwar selten, aber es kommt vor. Dass halt mein Chat nicht mehr aktualisiert. Ich habe es eigentlich nur bei anderen gesehen. Seht, es hat auch noch einen Cooldown, wie man sieht. Das ist also, kann man nur begrenzt verwenden. Also das war eine Sache, die mir bei Dings immer aufgefallen ist, bei Math of Chalice, war bei den Kritiken. Zum einen wurde der Grafikstil oft gelobt, oder hat es halt zumindest hervorgehoben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn nicht so berauschend. Man hat seinen eigenen, es wurde halt immer gesagt, dass er auf seine... Ich sage es mal anführungsstrichen schlecht, weil es ist jetzt keine hochwertige Grafik, jetzt objektiv gesehen, aber dass er halt auf seine eigene Art und Weise eine sehr schöne Grafik ist. Ich persönlich muss sagen, ich finde sie irgendwie vergleichsweise uninteressant. Ich meine, sie funktioniert. Ja, Florian wird sie. Die Grafik funktioniert, es ist nicht so, dass sie einen hässlich ins Auge springt, aber es ist nicht so, dass sie mich irgendwie großartig anmachen würde, muss ich sagen. Und die andere Sache, wo ich allerdings vollkommen zustimmen müsste, die mir bei zwei Tests aufgefallen ist. Also was mir bei einem Test ist, mir ist aufgefallen, ich glaube die PC Games war das, die hat geschrieben, wie war das genau, dass die Kämpfe irgendwie zu schwer sind oder so. Das war noch im Early Access, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und was ich mir damals gedacht habe, ist es vor, also es war im Early Access, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Release-Version ist, das wird sich zeigen. Was mir halt immer aufgefallen ist, es gab halt ziemlich genau zwei Arten von Kämpfen. Entweder ich habe es abgrundstark gewonnen oder ich habe es ja gerade noch so gewonnen. Also es war halt wirklich entweder es stirbt kein Held und einmal hatte ich dann wieder Schlacht, wo mir 4 von 5 gestorben sind. Also scheint sehr verschieden zu sein. So. Genau, jetzt gehen wir erstmal hier in unsere Hauptstadt. Helden, es haben nämlich 2 einen Stufenaufstieg gemacht. Und da müssen wir eben natürlich was tun. Der kann jetzt nämlich den Freiwurf freischalten. Der andere hatte ihn ja schon. Wo ist der andere da aufgestiegen ist. Also seht ihr, wir haben hier noch mehr Helden.
kann man sich halt trainieren und stürmen und halt aufleveln. Das ist das, was ich im Early Access irgendwie nicht gesehen habe. Man hat immer eine Forschung, allerdings nur eine auf einmal. Bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt alles, was diese ganzen Meldungen hier jetzt gerade sollen. Bau einer Burg. Ich habe eh noch nichts, wo ich sie hin... Obwohl... Kann ich sie schon wohin bauen? Also Burgen sind halt dementsprechend sehr wichtig, weil man da eben die Helden hineintun kann. Dann kann man sie verheiraten, dann kriegen sie Kinder, dann hat man eben eine Blutlinie, mit der man was kriegt. Ihr seht, diese äußeren Gebiete haben Boni. Es ist deswegen so, weil die Kadenz, die uns angreift, die kommt von außen und versucht da nach innen einzudringen. Das Ziel des Spiels ist es, eben zu verhindern, dass sie in die Mitte kommen. Einen Moment. Komm her. Ah, sehr schön. Mein Chat reagiert gerade ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. So, dass ihr das seht. Ah, ich habe Fehler gemacht. Komm her. Manchmal ist die Steuerung hier ein bisschen arg umständlich. So, Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Genau, die Kaelians versucht eben von außen einzudringen und ich musste eben von dieser Mitte hier fernhalten. Also hier kriegt man mehr Erfahrung, hier kriegt man eine Forschungssteigerung, Intelligenzsteigerung, reduzierte Bauzeit nicht verkehrt und Fruchtbarkeitssteigerung für die hiesige Burg. Das ist vielleicht gar kein so schlechter Anfang. Und das Problem, oder eines der Probleme ist, sagen wir es mal so, ist, dass die eben von mehreren Richtungen angreifen werden und dass man sich halt dann immer entscheiden muss, was man verteidigt, das ist dann eben der strategische Teil. Ich glaube, ich versuche es mal mit dieser Region hier. Und im Großen und Ganzen, das ist eigentlich alles, was man hier in diesem macht, dass man in diesem Bildschirm macht, dass man eben das so verteilt. Also seine Sachen baut und ähnliches. Da ist schon eine Burg. Achso, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich schon eine Burg habe am Anfang. So, und hier muss man sich jetzt eben entscheiden, wen man in diese Burg stellt. Das kann man natürlich sagen, man nimmt die schlechteren, weil die braucht man nicht zum Kämpfen, aber die kriegen halt dann auch weniger gute Kinder. Das ist das Problem. Das ist halt auch so eine Vererbungssache. Da muss man pure Dings treiben. Züchtung. Gut, ich würde sagen, wir tun da jetzt mal Klasse. Eiche, 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 Baum, Baum, Baum. Also ich habe sehr wenig Baumstammheber. Tue ich da zumindest mal einen Baumstammheber rein. Und zwar, den habe ich aktuell in der Vorhut. Genau, strategisch eben auch, dass man sich die richtige Klasse ranzüchtet. Sozusagen. Ich tue jetzt mal den hier in die Burg. Und verheirate ihn mit der Frau, weil die eine hohe Fruchtbarkeit haben. Chance auf Kinder, riesengroß auszubilden, Klasse Flammenfäller. Flammenfäller? Oh, es gibt, stimmt, ich erinnere mich, es gibt jetzt Hybridklassen. Ah, das habe ich ja ganz vergessen. Das ist eine Sache, die mit der Release-Version, wenn nicht sogar mit einer der vorigen Patches gekommen ist, die Hybridklassen, wie der Flammenfäller,
Oh, da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt drauf. Und dann, wenn man sich sozusagen das gemacht hat, was man machen kann, was jetzt aktuell noch nicht so viel ist, dann klickt man hier drauf. Dann läuft sozusagen hier die Zeit ab, bis das nächste Mal etwas Wichtiges passiert, wie zum Beispiel ein Kampf. Oder du bist jetzt fertig. Oder in diesem Fall Babys. The horns of birth. A cause for celebration indeed. Babies have been born before today. And it was glorious every time, was it not? What, unbearable shrieking and smells that are even worse? That's your idea of glorious. Yes. Jetzt war es im Top. Genau, das hat man hier eben ein erstes Kind. Das braucht es 15 Jahre, bis es erwachsen wird. Und dann hat es selber einen neuen Held. Und genau das will man ja haben. Mehr Helden. It always feels weird accomplishing something without having beaten it into submission. Should have seen my books after I was done with them. Gut, hier stecke ich jetzt einen Alchemisten rein. Der ist zwar meiner Vorhut, aber das kann man ja ändern. Und Sprengschütze klingt doch lustig. Ich will ein paar von diesen Hybridklassen sehen. So, jetzt habe ich eine Rüstung gebaut. Jetzt würde ich ganz gerne an. Oh, ich könnte trainieren. Verringert die Kosten. Ich kann sie noch nicht mal trainieren. Hier kann man sich Gesundheitsfläschchen bauen, den man seinen Leuten heilen kann. Das ist vielleicht gar kein so schlechter Anfang. Irgendwann will ich mal eine Sage Guild bauen, dann kann man schneller forschen damit. Da kommen die Kinder. Wow. Himmelhilf. Das ist what? Come on. I will not apologize if I'm passionate about. You know when you guide the heroes in battle, well sometimes the people, your heroes included, will want your advice on matters they can't decide themselves. They'll be putting their choices in your hands and sometimes their lives. And the decisions you make may affect the morale of the nation. Unfortunately, we've learned that the cadence feeds off grief and yeah, Entschuldigung. If something tragic happens, corruption can spread very quickly. But the opposite is true too. We will trust your decisions, whatever they end up being. Versuche mal leise zu sein, während die reden, damit ihr es auch alles hört. Und das sind halt sozusagen jetzt noch so nebenbei Quests. Ich überlege nur gerade, ob ich irgendwie. Wahrscheinlich ist es relativ wurscht. Wo der Chat genau ist. Und genau, es gibt halt ab und zu noch diese Quests, die man auch sowas zu tun hat. Und hier. Ein Mann kommt in den Thron und behauptet, dass er die letzten 10 Jahre von zu Hause aus die Fäulnis beobachtet habe und vor kurzem eine Art Verbindung dazu aufnehmen konnte. Man könnte diese Verbindung nicht in Worte fassen, aber würdest du alle deine Helden mit ihm zusammen zurückkehren lassen, könnt ihr ihn mit Sicherheit beibringen, dies ebenfalls zu schaffen. Ich bin mir relativ sicher, dass nicht immer dasselbe rauskommt. Ich nehme an, dass da ein Zufallsgenerator dahinter ist. Aber letztes Mal war es, glaube ich, negativ. Ich schicke auf jeden Fall nicht alle. Also das kann ich auch gar nicht. Aber ich schicke mal einen und schaue, was mit dem passiert. Mann macht große Augen, das hätte er nicht erwartet, dass du jetzt Ja zu allem sagen würdest. Oh, das ist ja fantastisch. Fantastisch, Entschuldigung. Mein Haus ist etwas unaufkommen, aber du wirst es nicht bräuchten. Es wird eine Pyjama-Party werden. Als die großen Türen öffnen, um den Saal zu verlassen, mir Vanessa dir einen besorgten Blick zu. Genau. Mal schauen, was passiert. Okay, mein Gesundheitsfläschchen ist fertig. Gebäude, Gründung einer Klugmachergilde haben sie es übersetzt. Oha. Klugmachergilde. Okay. Da hatte ich irgendwo einen Forschungsbonus. Genau. So, ja, das sind halt die Sachen, die man dafür mehr beschützen muss. Das ist halt nicht einfach. Alles Dinge, die man bedenken muss. Okay. As you have no doubt surmised by now, it takes time for the Cadence to create its pawns. So they're only able to attack every few years. Unfortunately, you cannot fight back multiple incursions at the same time. Our primary focus is charging up to destroy our enemy, and we can only allot enough of our energy to send out one group of heroes at a time. Pawns don't last long outside of the Cadence either. So even if you win one battle, it'll be too late to fight the other. Choose wisely.
Blow the horns! Genau, eigentlich praktisch, was ich vorher gesagt habe. Man kann halt immer nur einen Kampf ausführen. Ja, man kann die Kamera drehen, dann nur in 45 Grad winkeln. Man kann nur eine bekämpfen. Ich muss gestehen, ich finde die Begründung irgendwie ein bisschen arg konstruiert, aber mein Gott, es ist halt ein Teil des Spiels, das macht das Spiel interessanter, aber wie es begründet, finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ganz wichtig aus, man sieht ja, welche Leute dabei sind. Vergeher Saatkörner. Also es sind keine neuen dabei. Und man sieht, man hat immer eine Belohnung. Hier kriegt man 1,5-fache Erfahrung für eine erfolgreiche Mission und hier kriegt man eben einen Jäger. Also man kann zusätzlich dazu, welches Gebiet man beschützen will, kann man sich halt auch noch überlegen, welche Belohnung man haben will. Ich finde das hier klingt ganz interessant. Jetzt muss ich meinen Vorhut erstmal neu aufstellen. Ich hätte ganz gern noch einen Hunter. Ja, der ist so alt. Hier ist, wo du deine letzten Substitutionen oder Präparationen bevor du deine Helden in die Battle deployst. Gut, die sind alle so alt. Wenn sie das Wort geben, wir handeln den Rest. Make sure they close their mouths when they jump. Das Gesundheitsfläschchen kriegst jetzt mal du. Wie alt bist du? 27. Also ich könnte eigentlich mehr Gesundheitsfläschchen brauchen. Also das hat er automatisch dabei. Okay, ich dachte schon, ich könnte es nur einem geben. Das hat mich jetzt schon gewundert. Ich will gerade, ob ich nicht noch einen Hunter mitnehme, ehrlich gesagt. Weil einen... Obwohl, ich nehme mal noch einen Alchemisten mit. Genau, man kann ja nur eine 5 mitnehmen. Man könnte ihnen jetzt hier auch andere Ausrüstung geben, wenn man andere Ausrüstung hätte. Und ansonsten muss man halt genau mit dem umgehen, was man hier hat. So, dann machen wir einen Schnitt für YouTube und wir machen auch gleich weiter.